herzlich willkommen. Jetzt ab der Stadelzeit. Karl? Karl! Ja? Hör's mir doch mal ein bisschen zu, hat ein bisschen Zeit. Ist denn Barbara, tu mir einen Gefallen, lass mir 5 Minuten in Ruhe meine Zeitung lesen. 5 Minuten, dass ich nicht lach. Was glaubst du, wie lang und faul du schon auf dem Sofa da liegst? He? Tu mir bitte einen Gefallen und lass mich in Ruhe. Ist in Ordnung, ich sag gar nichts mehr. Ich rede überhaupt nicht mehr mit dir, du Biffi, ja, das ja. Hast du jetzt davon. Das versprichst du mir bereits seit 25 Jahren. Was brummst du denn schon wieder? Ja, gar nichts. Schäbert nicht so! Ich schäbert nicht, merkt ihr das? Also gut, was hast du mir denn zu sagen? Hä? Jetzt mag ich nicht mehr. Komm, Barbara, schau her, meine Lauscher sind geöffnet. Du Depp, du! Aue! Jetzt meine ich, magst du mich wieder, weil du Depp gesagt hast. Komm raus mit der Sprache, was ist denn los? Der Wasserhahn tropft. Das sagst du schon seit einem halben Jahr. So lang tropft er ja schon. Ich muss jetzt da unbedingt einen Handwerker kommen lassen. Bloß weil bei uns der Wasserhahn tropft. Ja, Ritter, kannst du keinen Schmarrn. Da brauchen wir doch keinen Handwerker. Wenn er ein halbes Jahr tropft, dann kann er nur ein paar Tage tropfen. Ne? Doch ganz egal. Ich meine, da fängst du den Diskurs an von einer halben Stunde wegen diesem blöden Wasserhahn. Ne? Gut, dann sag ich unseren neuen Hausmeister. Haben wir einen neuen Hausmeister? Seit wann denn? Das habe ich dir gestern schon erzählt. Ja. Aber da sieht man es wieder, dass du mir nie zuhältst. Nie. Das war ein ganz fescher Mann. So hat er das gesagt? Nein, gesehen habe ich. Gesehen? Ja. Das sagt bei dir gar nichts. Dir gefällt der Itzklump. Das sieht man an dir. Da, sag mal, habe ich das notwendig, dass ich mich bei meinem Feierabend von dir beleidigen lassen muss, ha? Du hast eine seltene Begabung, mir die beste Laune zu verderben. Mein, mit deiner besten Laune willst du mir nicht gehst. Ja? Die Money versprühst du eben woanders, ha? Geh, rutsch mir doch am Buckel runter. Ja, blöd werde ich sein. Ja, ja. Hi, Wittmann. Wie heißt das? Grüß die Mama, grüß die Papa, ist recht so. Ja, so ist recht. Hi. Du weißt, dass ich dieses amerikanische Geschmack nicht, ne? Papa, das ist nicht amerikanisch. Ne? Heute ist es international und jetzt verstehen sie sogar in China. Wir sind aber nicht in China, wir sind in Bayern, wir sind in Oberbayern, gell? So, Bub, bist du jetzt da? Nein, der ist noch nicht da, der kommt erst. Das ist ein blöde Frage. Du kannst ganz schön geistreich fragen, Mama. Nein, das ist mein Astralleib. Hallo? Mama, weißt du nicht, was ein Astralleib ist? Ich meine, das ist ein Trumpf von Australien. Du bist auf der gleichen Schulbank gesessen wie ich. Also gib nicht so an. Aber 2 verschiedene Lehrer haben wir gehabt. Ich bin gescheit worden und du bist blöd blieben. Ja, so schaut's ganz von wem. Sauber, sauber. Ja? Ihr habt ja einen netten Unterhaltungston heute. Hat's einen Stunk gegeben bei euch zwei? Ja. Der Wasserhahn tropft. Jawohl. Und zwar schon seit einem halben Jahr. Und du liegst dir nicht so an die Schräg. Was heißt das mir da so? Weil ich die Nase voll hab von euch zwei Mannsbildern. Oh, die Mama spricht nach der Schrift. Jetzt wird's mir gleich ekelhaft. Was noch ekelhafter? Ja, meinst du denn ihr, ich lass mich von euch da blecken? Mama, wir meinen das nicht, wir wissen's. Okay, habt's mich doch gern. Ja. Von deinem Vater bin ich das blöde Gerät ja schon gewohnt. Aber von dir, Bub, von dir bin ich bitter enttäuscht. Merkt ihr das? Hab ich. Was? Jetzt glaube ich, habe ich es ernstlich beleidigt. Das macht nichts, noch übrigens ein paar Minuten Ruhe. Manche kann in Ruhe meine Zeitung lesen, seit einer halben Stunde probiere ich das. Es geht nicht, seit immer ein Schlapfen auf. Der Hausmeister ist übrigens ein Witwer, dass das weißt. Was willst du da damit sagen? Vielleicht möchtest du dich eifersüchtig machen. Mit Mama, auf den Hausmeister. Du scherzest, mein Sohn. Und mit was? Mit ihrer Rubenstraumfigur vielleicht. Also für ihr Alter schaut die Mama gar nicht so schlecht aus. Und wenn sie sich ein bisschen herrichtet. Vielleicht lassen wir es herrichten, ist scheiner. Außerdem ist deine Mutter für mich ein aufgeschlagenes Buch. Ja, eben. Was war's da eben?
Ja, nichts Präzises. Ich meine bloß, bei den Frauen weiß man doch nie so genau, was ihnen auf ihren alten Tag noch einfällt. Was heißt der alten Tag? So alt ist die Mama auch wieder nicht, ne? Eben. Sag ich doch eben. Außerdem braucht die Mama keinen Hausmeister, die hat mich. Ja, eben. Jetzt baut sie dann auch eine, gell? Jetzt pass mal auf, Papa. Ja? Auf alle Fälle, wenn der Wasserhahn jetzt auf einmal nicht mehr tropft, ja? Ohne dass du aktiv worden bist, dann darf ich an deiner Stelle aufpassen. Ja, dann auf. Also Ideen hast du, Bruder, das ist. So, da ist jetzt Suppe. Spargelcremesuppe. Spargelcremesuppe. Hinwaschen alle zwei ab. Zu Befehl. Wasser ist zum Waschen da. Fallerie, Fallera. Die werde ich helfen. Ich lass mich doch nicht zum Narren halten, oder? Ja, wer kommt denn jetzt? Also nicht einmal beim Essen hat man sehr Ruhe. Also die Leute haben wirklich keinen Anstand. Ja, Sie sind da. Ja. Dank Gottes. Grüß Sie, Herr Gott. Grüß Sie. Grüß Sie, Herr Gott, Frau Nussknacker. Nussbeck. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich habe ein fürchterlich schlechtes Namensgedächtnis, ja. Stellen Sie sich noch vor, vorige Woche zum Beispiel, da wollte mich ein Schutzmann wollte mich aufschreiben. Ja. Ja, glauben Sie mir, wäre mein Name eingefallen? Okay. Nicht ums Verrecken. Ja. Und was wollt ihr jetzt, Frau Vogel? Sperling. Also Sperling. Wie spatz nur Sperling, aha. Frau Knackerbeck, ja. Nussbeck. Ja, entschuldigen Sie. Ja. Ich hätte eine Bitte an Sie. Könnten Sie mir nicht ausnahmsweise eventuell ein Ei leichen? Was heißt denn da ausnahmsweise? Ich habe Ihnen ja gestern erst zwei gegeben. So? Ja. Das waren Sie? Ja. Ja, wissen Sie, ich warte immer bis 10 zusammenkommen. Ja, und dann vergieße ich es. Ja, ja. Wir meinen es. Ich mein, dann vergesse ich's nicht so leicht, die Eier zurückzugeben, ja. Aha. Ja, bei 10 kommen sie ja viel leichter merken als wie ein Ei, ne? Ja, also gut, dann bring ich ihnen das Ei jetzt, ja, gell? Ja. Wo ging es denn jetzt hin? Ja, das Ei hol ich halt. Ich brauche halt noch eine Tasse Milch, wenn's gern. Um Gottes Willen, also ja. Ein Ei und eine Tasse Milch. Gut, ja. Jetzt erinnerst doch nicht davon, Herrschaftszeiten. Jetzt nerven sie mich schon langsam, gell? Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich das Neueste schon? Ja, aber Sie werden es gleich sagen. Ja, bestimmt. Von mir erfahren Sie nur neue Sachen. Wir haben einen neuen Hausmeister. Wissen Sie das? Ja, ja, das weiß ich schon. Der wird jetzt dann hoffentlich bald kommen zu uns, weil der Wasserhahn tropft. Der Wasserhahn? Ich, ja. Also, wie mein Seliger noch gelebt hat. Waren jetzt Sie nicht dreimal verheiratet? Ja. Schon, okay. Leider. Aber keiner ist mir blieben. Und an was sind die gestorben? Also die ersten zwei an Schwammerlvergiftung, ja. Und der dritte? Ja, den hat der Schlag getroffen. Ja. Der wollte ums Verrecken keine Schwammerl essen, ja. Dann hol ich Ihnen jetzt das Ei und die Milch. Ja, wenn Sie gut waren, ein Ei und die Milch. Ja, und. Jetzt rennt's mir davon, ich hätte ja Mehl, hätte ich auch noch braucht. Ja, muss ich es halt bei einer anderen Partei holen. Und dann ist es wieder beleidigt. Gut, dass wir so viele Parteien im Haus haben. Ja. Ein altes Klump hat's, da kann ich auch nichts brauchen. Oh, jetzt. Da ist jetzt das Ei und ja. Da ist die Milch. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ein Eierauflauf. Mit einem Ei? Die anderen haben wir ja bei der Frau Blinzern vom vierten Stock schon geholt. Ja. Also pfiat einer gut, Frau Erdnuss. Ja. Nussbeck, Hase, pfiat einer. Ein furchtbares Frauenzimmer. Alle Augenblick braucht's was. Die wird doch nicht schon wieder was brauchen. Gottes Willen. Ja, grüß Gott, Herr Wacker.
Ja, grüß Sie. Na, jetzt kommen Sie noch gerade rein. Das freut mich, dass Sie gleich Ihren Antrittsbesuch machen, Herr Wacker. Ja, ja, Sie sind aber gerade beim Essen. Das tut mir jetzt leid. Das ist mir jetzt direkt peinlich. Ich komme hier noch mal vorbei, wenn es Ihnen recht ist. Aber woher denn? Bleiben Sie noch gerade da. So. Was ist, wenn Sie vielleicht einen Teller Suppe mit essen? Spargelcremesuppe. Spargelcremesuppe? Ja. Mei, wie lange habe ich schon keine Spargelcremesuppe mehr gegessen? Da kriege ich schon vom Duft allein ganz weiche Knie. Jesus, gell? Ja. Na ja. Ich mache mir immer Backerlsuppen. So? Ja, ja, wissen Sie. Ich bin eine Witwe. Ja, hab's schon gehört. Mein Beileid, bitteschön. Dankeschön. Ja. Ist aber schon 10 Jahre her. Wow. So lang schon. Ja. Na, sitzen Sie einen noch gerade her, ja, und essen Sie noch einen Teller Suppen mit, gell? Zum Einstand so quasi. Ja. Keine Widerrede, gell? Ehrlich gesagt, ich hätte sowieso nicht widersprochen. Ja. So charakterfest bin ich nicht bei dem Geruch von der Suppe, gell? Gott, Herr Nussbeck, Ihre Frau war so freundlich, mich zum Essen einzuladen. Ja, hier und da kann meine Frau auch recht freundlich sein. Ja. Jetzt hocken Sie ja noch hier, wenn Sie schon da sind, ne? Ja. Wo ein Teller, den Dein hat der Hausmeister gestohlen. So, jetzt, ja. Dann Sie nur essen, Herr Wacker. Lassen Sie es Ihnen recht gut schmecken, gell? Okay? Übrigens, morgen gibt's Kässpotzen. Kässpotzen? Ja. Das ist ja mein Leibspeis. Ja. Es überfällt doch an Herrn Wagner am ersten Tag mit den Kässpotzen. Direkt aufdringlich bist du, glaubst du? Ja, wieso denn? Vielleicht hat der Herr Wagner morgen ein bisschen Zeit. Dann kann er gleich uns einen Wasserhahn richten, nicht? Und dafür kriegt er Kässpotzen. Ist doch alles in Ordnung, oder? Der Wasserhahn? Ja. Tropft er vielleicht? Noch nicht lang. Erst seit einem halben Jahr. Das ist doch kein Problem. Hm? Den kann ich ja heute noch richten. Was? Da gehört vielleicht bloß eine Dichtung ausgewechselt. Das ist in 5 Minuten erledigt. Hast du das gehört? 5 Minuten? Und ich rede mir seit einem halben Jahr meinen Mund franzig. Der Herr Wack ist als Hausmeister ein Fachmann für solche Reparaturen, ne? Ich wollte den Wasserhahn schon lange richten, aber immer ist mir was dazwischen gekommen, wenn Sie meinen, was ich. Oder umgekehrt, ja. Weil Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe ihn schon. Also, die Suppe ist wirklich ausgezeichnet, Frau Nussbaum. Ja, das hört man gern, Herr Wacker. Aber leider so selten. Papa, ich sag bloß Holzauge. Halt doch dein Papi. Was schreist du denn jetzt mit dem Buben so noch an? Was denn? Bist du ein ekelhafter Mensch, ich sage dir. Ja, geht, sag ich bloß noch gleich, mehr sag ich nicht mehr, gell? Ja, ja. Ich sag jetzt Dankeschön für die Suppen. Ich hol jetzt gleich das Werkzeugkiste und dann mache ich das gleich mit dem Wasserhahn. Geht, ja, aber Herr Wacker, so schnell hätt's es doch gar nicht braucht. Okay. Schleim, Schleim, Schleim. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja. Nur nichts auf die lange Bank schieben. Ja. Das ist eine alte Defensive, eine alte Devise von mir. Oh Mann, ja. Ein Mann mit Grundsätzen. Ja. Bra, 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 bra. Also, Herr Wacker, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis später, Herr Wacker. Für den gut, ja. Ich begleite Ihnen aus, Herr Wacker. Maria, hast du das gehört? Weil ich aber keine Bohnen in die Ohren. Aber ich soll ja mein Baden halt. Was die für Schieß hat mit dem Wacker? Wacker hinten und Wacker vorne, das ist ja direkt, das ist ja direkt. Ich weiß gar direkt nicht mehr, was das ist. Sehr verdächtig, darf ich sagen. Aber jetzt krieg dich nur wieder ein, Papa. Man kann glatt meinen, du wirst eifersüchtig. Da krieg ich gleich Magencreme für ihn und eifersüchtig auf Mama. Auf wen denn sonst? Na, lass mich mal Ruhe, sonst werde ich krank. Bleib cool, Papa, du kriegst schon wieder einen verdächtig roten Kopf. Mein Lieber, das ist ein Mann, ha? Das ist kein Mann, das ist ein Hausmeister. Was ein ganz bedeutender Unterschied ist. Ja. Du kannst von mir aus reden, was du magst. Der Wasserhahn wird jetzt gekriegt und aus und passt. Sag mal, musst denn du den Herrn Wacker am ersten Tag mit diesem Wasserhahn gleich überfallen? Und aufgeführt hast du wie ein Teenager, der gerade aus dem Ei rausgeschlüpft ist. Muss ich direkt schauen, boy. Ja, Mama, das muss ich aber auch sagen. Einer in Ehren ergrauten Mutter nicht würdig. Ja. Ja, halt doch grad du, der Pappen, der Vollaudi. Hey, warum kann man sich bloß seine Familie nicht selber raussuchen? Wenn du nicht so ein verschlafener Nachtwächter gewesen wärst, dann wäre das alles nicht notwendig gewesen. Ich habe dich gewarnt. Ihr könnt bloß nicht erwarten, ihr Weiber. So, und ich sag jetzt noch ein abschließendes Wort. Das abendfüllende Thema Wasserhahn hängt mir langsam aber sicher zum Hals raus. Seit ich daheim bin, höre ich nichts anderes wie von eurem Wasserhahn. Das steht mir bis da. Ich geh. Ja, Kali, wo willst du so spät noch hingehen?
Also, Mama, bei dir raucht's doch im Schachtel, oder? Du, schau doch mal auf die Uhr. Erstens ist es noch nicht spät, sondern gerade erst 7. Und zweitens möchte ich dich ab und zu daran erinnern, wie alt das ich eigentlich schon bin. Oder warst du damals nicht dabei, dass du das immer wieder vergisst, hä? Red nicht so saut und daher. Zieh dich lieber warm an. Aber wir haben Juli. Ja und? Die Abende sind kühl. Also seit meine Schwester, die Hanni, im Urlaub ist, konzentriert sich deine mütterliche Fürsorge geballt auf mich. Darum sag ich dir jetzt was, Mama. Du nervst mich. Also das ist die Höhe, die und die Tiefe. Ja. Übrigens, diese Ansage war gebührenfrei. Servus, Mama. Hi, Papa. Der Hundspott, der provoziert mich doch, oder nicht? Das kommt nur von deiner laschen Erziehung. Na, Fraule. Wenn ich einmal ein bisschen streng bin, dann passt's dran nicht. Du und streng, seit die zwei Kinder auf der Welt sind, bist du meine Gluckene und passt auf sie. Und du bist und bleibst der alter, ewiger Grandler. Ja, ja, natürlich. Den ganzen Abend kannst streiten mit der Frau, die gibt einfach keine Ruhe. Und dieser blöde Hausmeister, der geht mir auch schon langsam auf die Nerven. Der riecht einfach meinen Wasserhahn und fragt mich gar nicht, ob mir das recht ist. Ja, wer bin ich denn? Ich bin noch der Herr im Haus. Oder vielleicht nicht? Das ist ein hübscher Hausmeister. Der riecht die Welle. Löscher, Maria. Der riecht die Welle. Ja, ich bin hier nicht mehr so klar. Naja. Wo gehst denn hin, Karl? In den Keller Briketts zeigen. Ja. Habt ihr Kohlen gekriegt? Nein, der spielt bloß ein bisschen. Aber auch nicht mehr wie sonst. Ach ja, ich bin ja so froh, dass ich Gott sei Dank leider kein Mannsbild habe. Oh, mein Dora, das hat aber nicht sehr überzeugend geklungen. Dora, brauchst du irgendwas? Gibt's was? Na, gar nicht. Nein, ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ja, und ob es was Neues gibt, gell? Na, eigentlich nicht. Nee. Ja, mit meinen Mannsbüdern muss ich mich halt recht ärgern, weißt du? So. Und jetzt meinen sie, haben Oberwasser, weil unsere Tochter, die Hanni, gerade im Urlaub ist. Was ist da? Magst du nicht ein bisschen hersitzen? Ja, danke. Hä? Ist der Stuhl noch frei? Nur für dich, oder? Ja, dann sitze ich mit dem Herz. Ja, freilich. So. Jetzt? Ja. Ja, ja. Ja. Weißt du? Eigentlich habe ich ja überhaupt keine Zeit. Nein. Nicht? So ein paar Stunden. Ja. Hast du was zum Tun? Nein, gar nichts. Ja. Ja, ja. Und gibt's wirklich nichts Neues? Ja, ich weiß nichts, Dora. Du, hast du den neuen Hausmeister schon gesehen? Ja, der wird jetzt dann gleich kommen und unseren Wasserhahn richten. Okay. Ja, da ist doch nichts dabei, für das ist er ja. Ein Hausmeister, oder? Ja, richtig. Ja. Ja, da muss ich ja sofort nachschauen, ob nicht bei mir oben auch was tropft. Der wird sich schon bei dir auch vorstellen, Dora. Das macht er ja bei allen Hausbewohnern. Ach ja, richtig. Ich wohne ja auch im Haus, gell? So ja, ist es ja. Ja, ja du, was ich gehört hab, gell, soll das ein ganz ein netter, umgänglicher Mensch sein? Oh, geht schon. So genau haben wir nicht angeschaut. Und dann habe ich noch gehört, dass sein Witwer sei so. Ja, aber das ist ja mir gleich. Ja, dir! Gib's halt zu, dass du auch noch ganz gerne ein Mannsbild anlachen darfst. Von mir brauchst du dich doch nicht verstehen, oder? Nein. Es ist ja nur wegen der Reparatur. Ach so. Ja, da braucht man doch einen Reparateur. Ja. Der alles repariert. Oh, mein Dora. Da musst du aber schon ein bisschen anders zusammenrichten, das sag ich dir. Warum? Stimmt irgendwas nicht bei mir? Hä? Eigentlich stimmt gar nichts. Gar nichts? Ja, wie meinst du das? Du hast ein rettendes Gesicht. Aber wenn ich schon bloß die unmögliche Brühe anschau. Ja, die brauche ich, sonst bin ich blind als wie ein Maulwurf. Wie lange hast du denn das Supergestell schon?
warst doch 42 Jahre. Ich mein doch deine Brille. Ach so. Also, das gestellt war ja. Ja, das habe ich natürlich noch nicht so lange gehabt. Jetzt lass mich überlegen. Also, das habe ich von meiner Mutter selig noch gekriegt. Und die hat es von ihrer Großmutter. Aber die hat es damals ganz neu gekauft, ja. Ja. Also, du siehst, das Gestell ist noch kaum gebraucht. Mei, Dora, bei dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ja. Ja, wirklich. Sag mal, und warum läuft jetzt du Sommer wie Winter mit den alten, greiflichen Strickjanken umeinander? Ha? Ja, weil es mich heute halt immer wieder furchtbar fröstelt. Fröstelt? Ja, mich fröstelt's. Aber das kommt davon, weil ich einen schrecklich niedrigen Blutdruck habe. Ja. Also der Herr Doktor hat gesagt, gell? Ja. Der Herr Doktor hat gesagt, mein Blutdruck, der ist so nieder, der liegt schon ganz unten drin. Ach, geh weiter. Hat er gesagt, ja. Du darfst wirklich ein kreislaufförderndes Mittel brauchen, das sage ich dir. Und dann deine Schuhe. Die sind ja das allerletzte. So läuft doch heute kein Mensch mehr umeinander. Die hab ich auch noch von meiner Großmutter. Die können doch nicht wegschmeißen, so neu wie sie sind. Oh, mein Dora. Also, ich muss dir schon sagen, in dem Aufzug kannst du nicht erwarten, dass dich ein Mannsbild anschaut. Wir haben doch gar keinen Aufzug im Haus. Ach, geht Dora. Außerdem brauch ja ich überhaupt gar keinen Mannsbild. Nicht? Nein. Ich habe meine Wärmflasche. Na, also. Und außerdem, wenn einer das nicht gespannt, was da drin ist in der Brust. Ja, da drin. Aber heraus hast du sehr wenig. Mei, schau, Dora, das ist heute halt mal so. Die Mannsbilder, die schauen als erstes auf das Äußere. Das da drin, die sehen es erst an zweiter Stelle. Wenn sie es überhaupt einmal sehen. Also, was, Barbara? Ich hab gemeint, du bist mein beste Freundin, hab ich gemeint. Oh, Dora, das bin ich ja. Oh, Gottele, jetzt hör doch auf. Komm, geh weiter. Schau, Dora, aber ich muss das doch einmal sagen. Du musst ein bisschen was aus dir machen, es war doch schade um dich. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang allein umeinander laufen, oder? Na, mei, ich bin halt übrig geblieben und darum bleibt mir halt nichts anderes übrig. Oh, mein, Dora. Ich meine, gut, es ist nicht schön, wenn man allein ist. Aber ist es das einzige Erstrebenswerte auf der Welt, dass du da so ein grantiges Mannsbild anlagst, wie zum Beispiel mein alter einer ist? Was, Barbara? Du weißt wenigstens, für was das du lebst und warum du dich ärgerst an mich. Ich hab ja nicht einmal jemanden zu ärgern. Weißt du was, Dora? Ich leide meinen alten einmal für ein paar Wochen. Wirklich? Wer sein, dann bist du lebenslänglich geheilt. Du, das ist jetzt der Wacker. Der Wacker? Ja, oh Gott, das war Mutti. Ich schau so furchtbar aus. Ach, ich bin doch nicht. Schau mich um, ich schau dir auch schlimm aus. Das fällt gar nichts. Der geht sowieso gleich durch den Kiech. Ja, bin schon da. Ich mach Angst zur Nussicht. Ja, Frau Nusszopfer. Nussbeck, was er. Grüß Gott, Frau Blinzel. Fräulein Fitter? Ja, das sieht man. So, und? Ja, also ich suche im ganzen Haus unseren neuen Hausmeister. Jetzt habe ich halt gedacht, der ist bei Ihnen. Du denkst doch, dass er nicht da ist. Mein Gott, na, so ein Pech und die hätten so dringend gebraucht. Gehen Sie heute in die Kirche? Wieso? Weil Sie heute einmal ein Kleid haben. Na, nicht? Aber ich kann doch nicht vor unserem neuen Hausmeister da und in der Kittelschürze rumlaufen. Ich meine, ein bisschen muss man doch auch auf sich schauen. Ne? Ja. Ja. Übrigens, da haben Sie das Ei, was ich mir geliehen habe. Mhm. Gib Ihnen zurück. Was ist mit den anderen neun? Die anderen neun Eier? Die kommen nach. So, so. Ja, ja. Wissen Sie, die Hähnen, die legen zurzeit furchtbar schlecht. Ja. Na ja. Ich bin gleich wieder da, Dora. Komm sofort wieder, gell? Bitte schön. Na, Fräulein Blinzel, haben wir ein bisschen Kummer, weil Sie ganz so traurig reinschauen? Und wenn, dann kann sie das auch nichts an, gell? So. Meinen Sie, ich merke nicht, dass sie im Tag das mindeste 10-mal Trepp auf Trepp ablaufen hat? Tja, ich wüsste nicht, warum. Okay. Meinen Sie nicht, dass der Hausmeister der Neue der Grund dafür ist, ha? Sie spinnen ja. Also, Sie, das verbiete ich mir. Ich spinne nicht, gell? Merke es ja nicht. Und noch etwas.
Finger weg von unserem neuen Hausmeister, gell? Was? Zuerst wird bei mir alles gerichtet, was kaputt ist. Und bei mir ist alle Hand zum Richten, jawohl. Das ist Wissen, gell? Das ist ein Hausmeister und kein Gesichtschirurg. Wie meinen Sie das jetzt bitte? Genauso, wie ich es gesagt habe, dass Sie schon lange nicht mehr in den Spiegel geschaut haben, ja? Ja, Sie unverschämtes Frauenzimmer. Sie möchte angeben, hat selber eine Figur, als wäre ein Surfbrett. Was, hab ich? Ja, vielleicht nicht. Bei der ersten großen Welle ist sie verschwunden. Gut, gut, dann passen Sie nur auf, dass von mir kein Watschen kriegt. Und Sie sind verschwunden. Schau sie nicht um. Sie mich meckern. Ich mache einen tiefen Atemzug und die Surfbrettel liegt mir quer vor der Nase. Sie unverschämte Leihanstalt! Was bin ich? Also, doch, ja, sie doch hey, ja, was ist denn da los? Ha? Schaut's euch nicht. Also, so stellt er die Frisur viel besser, gell? Ja, das ist mir bei Erna auch aufgefallen. Ja. Also, ich muss jetzt wieder gehen. Ja. Aber wir sprechen uns noch. Also, fährt der dann gut. Wiederschauen. Der Walnuss. Nussbeck! Das ist eine unangenehme Person. Ja, wirklich, eine unangenehme Person. Was hast du mit der jetzt gehabt? Eine kleine Meinungsverschiedenheit haben wir gehabt. Das ist jetzt der Wacker. Das ist der Wacker. Mein Gott, hoffentlich hat die nicht meine schöne Frisur zerstört. Ja, Herr Wacker, jetzt kommen Sie mit rein. So, bitte schön, Herr Wacker, jetzt kommen Sie. Grüß Sie, na gut. Also, es freut mich heute schon, dass Sie mich so prompt bedienen. Ja, wenn ich was versprich, ja, dann heute halt es auch. Ja. Schon als kleines Dankeschön für die ausgezeichnete Suppe. Ja, ja, ja. Soll ich noch gleich jetzt in die Küche ausgehen? Moment, Herr Wacker, darf ich vorstellen, das ist Fräulein Dora Blinzel, auch eine Hausbewohnerin. Blinzelt jetzt die so, weil es so heißt, oder heißt die so, weil es so blinzelt? Grüß Gott, Herr Wacker. Also, wie gesagt, ich bin das Fräulein vom vierten Stock. Ja. Ganz links hinten, das bin ich. Das ist rechts. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, ich hätte mich schon noch vorgestellt bei Ihnen, aber ich bin noch nicht zu allen Parteien gekommen. Ja, das hat ja noch Zeit. Aber nicht mehr lang. So, Herr Wacker. Also, Frau Wasserhahn. Nein, Nussbeck. Frau Nussbeck, dann geht's gern aus zum Wasserhahn. Ist schon recht. Sie, so. Und wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie mich, Herr Wacker. Ist schon recht, Frau. Ja. So, jetzt. Barbara! Barbara, hast du das gesehen? Wie mich der angeschaut hat? Nein, wir denn? Gar nicht. Überhaupt gar nicht, hat mich der angeschaut. Ich hab mich direkt überschaut. Oh mein Gott, nein. Ach, jetzt geh in meinen vierten Stock. Ja. Wieso musst du eigentlich deinen Wasserhahn richten, wo doch du einen Mann hast? Das frage ich mich auch, Dora. Also, Dora, pfiat mich. Schau heute halt mal wieder rein. Frage, gell? Wie der Hausmeister wieder da ist. Ja. Ja. Ach, ja, da fehlt leider mehr. Da, ja, ja. Können Sie mir da helfen? Ja, ja, der Siphon ist verstopft. Wenn Sie vielleicht der Kübel mitbringen können. Bin ich sofort da. Einen Moment. Jetzt habe ich gar nicht gewusst, dass wir einen Siphon in der Küche haben. Da habe ich noch kein gutes Tröpfel gefunden. Nackt als Spätlese. Na also, das ist ein vielversprechender Name. Da wird meine alte Zimmerkaktus auch wieder freundlicher werden. Und der Hausmeister wird heute auch nicht mehr kommen. Da müsste er ja blöd sein. Zwei Dichtungen habe ich auch gefunden. Morgen früh wird der Wasserhahn gerichtet. Und das Thema Wacker ist vom Tisch. Ich bin immer noch der Herr im Haus, so ist es. Jetzt trinke ich mit meinem Weibelein das Flaschenli Wein, gell? Barbara! Bärbel! Bärbele! Sag mal, was bläst denn so? Ich kann jetzt gerade nicht weg, ich muss den Herrn Wacker hinhalten. Was? Was musst du? Ein Kübel muss ich ihm hinhalten. Weil der Siphon nicht mehr abläuft.
Ja, was geht denn diesem unterberichteten Nachtwächter unser Silfon an? Der soll ja Dichtung nehmen machen, soll verschwinden, aber schnell. Sag einmal, spitzt jetzt du. Was? Da ist man heilfroh, dass man endlich einen Handwerker im Haus hat. Da taten er auch sie ekeln. Solange ich der Herr im Haus bin, brauchen wir keinen Handwerker. Und wenn in meiner Wohnung mein Siphon verstopft ist, dann ist das meine Angelegenheit und geht niemand etwas an. Merkt ihr das? So. Ja. Jetzt hältst du aber die Luft, du narrischer Klimpi, du narrischer. Mekro, bist du, warum du dich so aufregst? Das ist ein netter, gefälliger Mensch. Der ist nicht nett und nicht gefällig, der ist lästig. So, jetzt trinkst du mit dem den Wein und vergiss nicht, dass du ihn morgen zu den Käsespatzen einlässt. Gell? Also, weißt du, was er da sagt? Für mich spinnst du. So hast du die letzten 25 Jahre überhaupt noch nie aufgeführt. Halt dem halt du und Kiwi hin. Ich bin nicht scharf drauf. Ja, ich hab meinen Epstein, also du hast ihn bestellt, dann haltst auch du hin. Und du haltst aber auch dein Backen. Schau mir gerade mal an. Nachmaulen auch noch. Seit der Hausmeister bei uns im Haus ist, da sehe ich bloß noch rot. Irgendwie stimmt auch was mit dem Mann nicht. Das sagt mir mein Instinkt. Aha. Der ganze Feierabend ist beim Teufel mit diesem blöden Wasserhahn. So, bloß Kali, mit dir trinke ich am liebsten. Vielleicht höre ich doch die Flehhürsten. Vielleicht hat mein Bub doch recht. Man darf alles nicht so eng sehen. Ja. So, jetzt. Nichts tropft mehr und alles ist erledigt. Ja, wunderbar, alles. Okay. Herr Wacker, vielen herzlichen Dank. Ja, gern geschenkt. Das gehört ja zu meinem Beruf als Hausmeister. Ja, gell? Also ich bin schon recht dankbar. Ja. Das muss ich jetzt schon sagen. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja, gell? Herr Wacker, den wünschen wir Ihnen auch noch. Danke. Gern friedlichen, schönen Abend. Ja, gell? Ja. Wiedersehen, Herr Wacker. Für den er gut. So, jetzt geht es noch hier. Wiedersehen, Herr Wacker. Ja, das mache ich, ja. Gibt's denn sowas, ja? Dass du keine Bürstelbäume schlagst, gell? Wenn du schon so grundlos ekelhaft bist, dann muss ja wenigstens ich noch freundlich sein. Weißt du, was er da sagt? Was? Man muss sich direkt schämen. Ja, dann schäm dich doch, du hast doch Zeit dazu, ne? Und jetzt sitzt du da her, du willst mehr Ruhe, ich will nichts mehr hören. So, bist jetzt wieder normal? Wenn du so saublöd fragst, dann schon gleich gar nicht. Und außerdem dein Quantum an Malerei hast du halt weit überschritten, gell? Du, jetzt hörst aber auf, ich warne dich, gell? Lieber Ruhe, jetzt trinkst du mit mir ein Glas Wein, gell? Von mir aus, du alter Grandler. Also, nach diesem unfreundlichen Abend gehen wir jetzt in den gemütlichen Teil über, gell? Ja. Machen wir uns ein bisschen Musik an im Radio. Oh, schön. Vielleicht spielen sie gerade ein Liebeslied. Niemals. Heute schaue ich nicht so deppert an. Oder weißt du was? Was denn? Vielleicht werden wir ein bisschen fernschauen, wir zwei. Oder machen wir unser eigenes Programm. Was du für Ideen hast. Warum? Mitten unter der Woche. Ah, ja, du hast recht, ja, das stimmt ja. Aber es hat mich halt so übermannt, gell? So. Also der Brustweiberlein, gell? Hei, hei, hei. Hm? So ein trautes Familienidyll bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Du bist jetzt ja gerade noch abgegangen. Nein, bei dem Buben ist höchste Zeit, dass er sich mal eine Freundin sucht. Jeden Abend hockt er da und geht mir auf den Wecker. Ihr braucht es nur sagen, wenn ich euch störe. Oh, du merkst aber auch alle. Gut, sei doch froh, dass der Bub noch bei uns daheim ist und sich nicht auf der Straße umeinander treibt. Komm, Kali, sitz dich her zu uns. Kali, bleib drin. Danke. Kein Bedarf. Wenn ich nicht erwünscht bin, dann ziehe ich mich zurück. Ich gehe in mein Zimmer und höre Musik. Aber Zimmerlautstärke, wenn ich bitten darf, gell? Sonst noch Wünsche? Nein, das sagen wir dir dann schon. Und jetzt schleich dich halt einmal. Es geht halt nichts über ein harmonisches Familienleben. Ja. Dass du jetzt mit dem Buben alle umeinander schreien musst, ha? Der ist das schon gewohnt, der macht sich da nichts mehr drauf. Das geht weiter, komm, ich trinke mal wieder Wein und wir zwei. Prost. Das darf doch nicht wahr sein. Haben die mir keine 5 Minuten Ruhe aufgenommen? Das ist doch nicht zu fassen, sowas. Ja, ich bin Dora. Ja, ich will's, nochmal, gell? Ja. Ich hoffe, dass ich nicht störe. Nein, Sie stören fast überhaupt nicht. Ach, Gott sei Dank, ich hab schon Angst gehabt, dass ich störe, gell? Weil ein Flaschenwein und 2 Gläser da stehen. Sie stehen bei uns immer zur Dekoration da. Ach so. Brauchst du was, Dora? Ja,
den Hausmeister hätte braucht, ist er vielleicht zufälligerweise da? Nein, das ist Gott sei Dank nicht da. Das ist auch kein Hausmeister, das ist eine Heimsuchung. Aber Karl, ja. Also ich hätte ihn so dringend braucht. Dann gehen Sie an seine Wohnungstür, da ist ein Kleckerl dran, da drücken Sie drauf, dann macht es brrr, brrr. Und wenn er daheim ist, macht er auf, ne? Na, so eine gute Idee, ja, dass ich da nicht selber ja, drauf gekommen bin. Das wundert mich auch. Na, also, gut, na, geh jetzt runter, ja. Geh und mach brrr, brrr. Ja. Also, geh für ja, na. Dass jetzt du eben so ekelhaft bist. Ich bin nicht ekelhaft, ich bin stinksauer, bin ich. Jetzt mal, ich kann nicht mit dir in Ruhe mal diesen nackten Arsch, ich meine, mit dieser Flasche nackt ausdrücken, ist doch nicht so fast. Jetzt komm, geh weiter. Also, weißt du, was ich da so? Was? Du bist halt direkt ein bisschen komisch, so unheimlich. Ich bin komisch unheimlich. Ja? Wenn ich einmal anlehnungsbedürftig bin, bin ich komisch. Ne? Das ist ja gerade das Komische. Ich war. Aber wer tut denn nichts? Nein. Also gut. Prost. Prost. Ja, jetzt haust mir aber noch Zigarren raus. Hä? Sag mal, was bläst denn so? Man hört ja im ganzen Haus. Das ist keine Wohnung, das ist ein Hauptbahnhof. Wer wird denn das mit uns? Es kommt ja noch mal. Entschuldigen Sie bitte. Das tut mir fürchterlich leid, entschuldigen Sie bitte. Ja, ja, ich werde mir's überlegen. Ja, ja, ich hab mein Werkzeugkistel in der Küche vergessen. Ach, und das Fräulein Blinzel darf mich heute unbedingt noch brauchen. Ja, zu was denn? Ihr Wasserhahn tropft. Oh. So, jetzt. Frau Nussbeck, das hält mir jetzt wieder. So, Herr Wacker, das ist aber jetzt flott gegangen, ja. Das muss ich schon sagen. Ja. Ganz prima. Ja. Was ist? Wollen Sie noch eine Tasse Kaffee und noch einen Zopf? Nein, nein, danke schön. Ich habe so schon drei so Zopfe gedruckt. Ja. Ganz ehrlich gesagt, seitdem Sie mich so gut versorgen, habe ich schon 2 Kilo zugenommen. Ganz ehrlich. Ja, ja. Aber ich stehe Ihnen gut bei Ihrer stattlichen Figur. Geh, Frau Nussbeck. Naja, jetzt ja. So hört keiner mehr in das Kessel reintappen, weil die Farbe ist noch ganz frisch. Ja, da pass ich schon auf. Wollen Sie vielleicht sicherheitshalber Ihren Mann einen Zettel hinschreiben? Okay, so deppert wird er doch nicht sein, dass er das nicht sieht, dass das braune Kessel jetzt weiß ist. Ja, wie es meinen. Ja. Okay, also, Herr Wacker, nochmal vielen, vielen Dank. Gern und schön. Was bin ich jetzt schuldig? Die 3 Nudeln da drin. Für Gott, Frau Nudelbeck. Nein, Nussbeck. Frau Nussbeck, ja. Okay, ja. Das war wieder sehr nett und nahrhaft ja, bei Ihnen. Das gell? Freut mich. So. Sie finden ja allein aus. Pfiat Ihnen gut, Herr Wacker. Mit dem Gang, das besprechen wir mit dann. Mit dem Gang, das bereden wir ja. Alles noch, machen wir noch. Pfiat Ihnen gut, Wiederschauen. So ein netter, gefälliger Mensch, gell? Immer freundlich und immer hilfsbereit. Jetzt geschieht wenigstens was bei uns in der Wohnung. Schade, dass er so ein Mannsbund nicht mehr heiratet. Kann sie so manche Frau alle Finger abschlecken? Direkt schade. Ja, Barbara? Ja. Barbara, was hat das zu bedeuten? Jesus! Jetzt hat der Depp doch tatsächlich in die frische Farbe nicht gehabt. Sag mal, bist jetzt du nicht dümmer? Hast denn du keine Augen im Kopf? Ich frage mich, wieso ist das braune Kastel auf einmal weiß? Weil es frisch gestrichen ist. Und wieso frage ich dich, wenn es frisch gestrichen wird, dass man mich nicht davon informiert? Oh, hätte ich da extra einen schriftlichen Antrag stellen sollen. Kaum bist du bei der Türherrin, muss ich mich schon wieder aufregen, gab das? Darf ich vielleicht auch noch fragen, wer das Kastel gestrichen hat? Der Herr Wacker, warum? Natürlich, der Herr Wacker. Wie kann ich denn sowas Saublödes noch fragen? Seit Wochen, seit der Hausmeister bei uns in der Wohnung ist, passieren lauter solche Sachen. Wenn ich hier überflüssig geworden bin, dann sag mir das rechtzeitig. Es gibt mir einen Lappen, dass ich mich abputzen kann. Ja, sag mal, was regst du denn da so auf? Ich nehme mich gar nicht auf, ich bin die Ruhe selber. Darf ich vielleicht noch wissen, hat dir das braune Kasterl auf einmal nicht mehr gefallen? Nein, das hat mir schon lange nicht mehr gefallen. Und das weißt du auch ganz genau. Ja. So. Und dass das weißt, was? Jetzt wird der Gang auch noch gestrichen. Und zwar wird er in Weiß und Rosé gehalten. Weiß und ja, Rosé? Ja, das ist viel schöner, das ist vornehmer. Mein Gott, das ist ja meine Lieblingsfarbe, ja. Weiß und Rosé. Dann werde ich den Flur wahrscheinlich anders tapezieren müssen. Ne? Na, das brauchst du nicht. Nicht? Der Herr Wacker hat sich schon angeboten, dass er es macht. Und ich hab mir gedacht, du musst das noch Feierabend machen. Und da bist ja du sowieso immer so müde. Natürlich, ne? Der Herr Wacker. Der Mann für alles. Es hat sich ausgewackelt, eurin, merkt ihr das, gell? Sag mal, was bläst denn jetzt so, ha? Seit Wochen schau ich zu, wie du in meiner Wohnung vor meinen Augen mit diesem Hausmeister in Techtelmechtel anfängst. Für was heißt mit denn du eigentlich für blöd, ha?
Sag einmal, spinnst jetzt du? Du, das verbiete ich mir, ich spinne nicht, gell? Seit Wochen fütterst du diesen Wasserrohr-Tarzan voll mit Dampfnudeln, Schmolznudeln, Käsespotzen. Der hat sich doch auf meine Kosten schon mindestens 5 Kilo angefressen. Na, na, nur 2. Ja. Hat er gerade gesagt zu mir? Es geht mir gar nicht um das Finanzielle, es geht mir darum, als Ehre, für mich als Mann. Ne? Und jetzt lasse ich dir, jetzt sage ich dir das eine, mein Lieber. Wenn ich das noch einmal erlebe, dann kannst du etwas erleben, das sage ich dir. Außerdem möchte ich dir sagen, das ist ein Ultimatum. Wenn es noch mal passiert, dass der Mann hier zu uns reinkommt in die Wohnung, sonst. Was ist sonst? Sonst lasse ich mich scheiden. Jawohl. Ja, sag mal. Jawohl. Spinnst jetzt? Ich spiel gar nicht. Und du gehst jetzt rein, holst mir ein Weißhemd. Zu was brauchst du mitten unter der Woche ein Weißhemd? Zum Anziehen, frag nicht so blöd. Möchtest du Furki und mich allein daheim lassen? Ich habe dich auch nicht gefragt, was du mit diesem Siphon-Playboy die ganze Zeit getrieben hast. Also, warte, das Karl. Was? Alles, was recht ist, das habe ich nicht verdient nach 25 Jahren, dass du mich so verdächtigst. Ich wollte nur ein bisschen sozial sein. Meine Wohnung ist aber keine Sozialstation für hungrige Hausmeister und Witwer. Und jetzt holen wir das weiße Hemd, aber Dali. Hol das doch selber. Ein Schrank hängt's drin. Bei mir das Recht doch hin, was du willst. Ja, das tue ja. Nach 25 Jahren tue ich wieder das, was ich mag. Ohne schlechtes Gewissen. Gottes Willen, das wird doch jetzt nicht der Hausmeister sein. Ja, Frau Sperling. Haselnuss. Nussbeck, Hase. Ja, wie schauen denn Sie aus? Okay. Gehen Sie auf Brautschau? Ja, schauen Sie, ja. Ha? Ja, so ungefähr. Ja, stellen Sie noch vor, ich habe auf eine Heiratsannonce geantwortet. Okay, weiter. Und jetzt will ich mich sehen, der Annonzerer. Was ist er denn vom Beruf? Beamter. Und was ist denn mit unserem Hausmeister? Also, um Gottes Willen, Frau Haselnuss! Nussbeck! Also, mit so was Gewöhnlichem geben wir mich doch gar nicht ab. Nein. Also, sagen Sie, Frau Blinzel, Sie kann Ihren Hausmeister haben, ja. Ich schenke ihn ihr. Hat unser Hausmeister ein Glück? Was sagen Sie? Glücklich schauen Sie aus. Ja, Kunststück, ja. Wo ich doch Beamtin werde. Ja, aber jetzt muss ich gehen, ja. Weil der wartet ja auf mich. Stellen Sie sich vor, Schwammerl frisst er auch. Ja. Die Morgen sind wir jetzt Gott sei Dank los. Das ist nicht zu fassen. Oh, aber das ist doch nicht. So eine Sauerei aber auch. Wieso ist denn dieses blöde braune Kastl auf einmal weiß? Das gibt's doch nicht. Mama! Mama, wo bist denn? In der Küche! Ja, dann bring mir was zum Abputzen, ich bin voll faul. Sag mal, Papa, möchtest du heute noch was aufreißen? Wer weiß. Das macht keinen Schmarrn, ich hab da bloß einen Spaß gemacht. Aber ich nicht. Sag mal, spinnst du jetzt oder was ist denn los? Jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn einer von euch im Haus noch mal sagt, dass ich eventuell spinne, dann könnt ihr erleben, zu was ein amoklaufender Bayer fähig ist. Das ja, ist ja gut, das war nicht so gemeint. Das kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Mama, wo bleibst du mit dem Lumpen? Ja, ich bin ja schon da, Bub. Da geh weiter, putz dich ab. Dann sag mal bitteschön, was mit euch zwar los ist. Ach. Du, der Papa schwirrt ab wie so ein Pinguin auf Brautschau. Stell dir vor, der Papa glaubt doch tatsächlich, dass ich unterwacke. Sag mal, ist das nicht furchtbar? Dass ich so verdächtig wäre, eine ehrbare Ehefrau und Mutter. Na, das hab ich nicht verdient. Was sagst jetzt du, Bub? Also, dass der Papa da so lange zugeschaut hat, das wundert mich sowieso. Zugeschaut? Ja, bei was denn? Also, Mama,
Für so dumm brauchst du mich jetzt auch wieder nicht halten. Das sieht doch ein Blinder, was da faul ist. Was ist da faul? Ja, glaubst das du vielleicht auch? Ja, Mama, das muss ich dir jetzt schon mal sagen. Eigentlich bin ich bitter enttäuscht von dir. Quasi als Sohn von seiner Mutter, verstehst? Und dann schau mal in den Spiegel, Mama. Für solche Affären bist du doch wirklich schon zu alt, oder? Das ist doch direkt ein Narrenhaus, du Herren. Ihr wollt's mir doch los haben, so ist doch, oder? Mama, jetzt bleib bitte schön sachlich und werd nicht hysterisch. Sachlage ist, dass im ganzen Haus schon getuschelt wird, dass der Wacker jeden Tag bei dir da rumsitzt und stundenlang nicht mehr bei der Tür rauskommt. Das ist eine Verleumdung. Der Mann hat immer gearbeitet, das kann ich nachweisen. Immer? Ja. Mama, jetzt streng dich nicht an. Schau hier, da steht sogar noch das Kaffeegeschirr rum. Ja, und? Ja, aber ich hab das schon gehört, dass das in deinem Alter noch mal vorkommen soll, dass die Hormone verrückt spielen. Dass man quasi nur mal ausflippt. Ich flipp nicht aus, merkt ihr das? Ist schon gut, Mama. Aber das eine sag ich dir, einen besseren Ehegatten wie unseren Papa kriegst du nimmer. Auch wenn er einen dickeren Bierbauch hat wie dieser super wacker Mann. Ach, übrigens, wenn ihr weiter so viel frisst, dann hat er bald einen größeren Ranzen wie unser Papa. An alten Kopf hätte ich auf. Je länger, dass ich da drüber nachdenke, desto mehr stinkt er mir erst. Aber ich werde schon noch sagen, was für ein Kopf, dass ich aufhab. So, man hört dich bis ins Treppenhaus runter. Mei, weißt du grad, du da bist? Oh, bin ich das abgegangen? Oh, Mann, jetzt du bist es. Und war schön. Mei, Mama, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Einfach spitze. Sag das, einen süßen Typen habe ich da kennengelernt. Hör mal bloß auf mit deinen süßen Typen. Da glaubt mir der Letzte noch, das sag ich dir. Und bist glücklich? Oh. Hauptsache, dass du glücklich bist, gell? Tust du mal gleich auspacken, hä? Na, Mama, jetzt packst du erst einmal aus. Also, euch kann man scheinbar keine 14 Tage allein lassen, schon macht's wieder irgendein Blödsinn, hä? Also, Mama, beichten. Der Papa möchte sich scheiden lassen. Geh, mach keinen Schmarrn. Warum denn? Weil der Wasserhahn tropft. Weil was? Du weißt doch, dass seit einem halben Jahr bei uns der Wasserhahn tropft. Mhm. Dass ich schon tausendmal zum Papa gesagt habe, er soll ihn doch richten, aber nein. Und jetzt sind wir einen neuen Hausmeister. Ah, ja. Mhm. Und der war gleich so nett und hat mir den Wasserhahn gekriegt. Und jetzt tropft er nicht mehr. Weil dafür habe ich ihm halt was zu essen gegeben. Dampfnudel und Käsespatzen. Naja, aus Dankbarkeit halt, nicht? Mhm. Und jetzt meint der Papa, wir zwei hätten was miteinander und möchte sie scheiden lassen. Und? Was und? Hast du was mit ihm? Sag einmal, spielst jetzt du auch noch, ha? Mama, da brauchst du dich nicht so aufregen. So unmöglich ist das nicht. Du schaust doch noch ganz flott aus für dein Alter. Ist das dein Ernst? Falle. Mei, das tröst mich ja gleich wieder ein bisschen. Du stell dir mal vor, was mir dein Bruder knallhart ins Gesicht gesagt hat. Was denn? Soll ich mal in den Spiegel reinschauen? Für solche Affären wäre ich schon zu alt. Oh. Mama, wegen dem brauchst du wirklich nicht aufregen. Das ist doch ein Depp. Das dürft ihr jetzt auch nicht sagen. Du, das ist ein junger Spund. Der hat von uns Frauen und von unserer Psyche überhaupt keine Ahnung nicht. Dass du das jetzt so locker siehst, hä? Weißt du, nach 25 Jahren ist das für nicht einfach. Wenn man eine Familie und eine Ehe drauf geht, wegen nichts und wieder nichts. Mama, da passiert gar nichts. Papa lässt dich doch nie im Leben scheiden. Weißt du, was der will ein bisschen Druck ausüben? Ja, ein Spielchen ist das für ihn, sonst nichts. Ah, ich weiß nicht. Großzügig will er sein. Nachdem er dir eine Zeit lang weich gekocht hat, will er dir edelmütig verzeihen und sich in dem Gefühl sonnen, was er für ein Held ist. So, dabei weiß der ganz genau, dass es gar nichts zum Verzeihen gibt. Also, ich weiß nicht, so grantig wie der war. Mama, jetzt überleg einmal, was ist denn bei euch die letzten 10 Jahre noch groß passiert? Ha? Ja, eigentlich nichts, gell? Na? Halt, dass ich nicht lieb. Im Kino waren wir zweimal. Mama, ja. Genau das ist es. Ihr zwei seid euch einfach einander zu sicher. Ja, da ist überhaupt gar kein Reiz und keine Gefahr mehr. Weißt du was, Mama? Was denn? Jetzt machst du das Spielchen einfach mit. Du bringst doch mal ein bisschen Pfeffer in die müde Angelegenheit. Ha? Oh, du willst mir nicht ganz mit deinem Pfeffer. Ich möchte mir Ruhe und meinen Seelenfrieden. Aber recht habe ich, das weißt du. Du, und wenn der Junior schon morgen, du warst zu allem zu alt,
Dann darfst du ihnen zwar einmal zeigen, aber schon wir. Ich glaub, du bist im richtigen Moment heimgekommen. He? Mama, das habe ich irgendwie gespürt. Glaub mir's, deswegen bin ich extra die Fähre früher heimgekommen. Ja, weil sonst war ich nämlich erst in 4 Tagen da gewesen, weißt du? Da war ich vielleicht schon geschieden gewesen. Mama. Ja, also manchmal bist du so naiv, dass man fast schon dumm sein kann. Okay. So schnell ist man nicht geschieden. Nicht. Du, wo ist denn der Papa jetzt? Der ist einfach raus beim Loch, ich hab keine Ahnung, wo ich. Du? Ha? Vielleicht hat der eine Freundin. Man, das kommt doch öfter vor in seinem Alter, oder? Der Papa gar nie. Was nicht? Eine Freundin, die darf doch was kosten. Oh, ja, stimmt. Da ist doch der Papa viel zu geizig dazu. Weißt du was, Mama, jetzt befolgst einfach meinen Rat. Spürst ein bisschen die Reumütige, die zerknirschte. Was meinst du, wie sich der Papa da fühlt? Hm? Gewalle, ja. Jetzt sagst du ein bisschen was Flottes an, weil das, was der Papa kann, kannst du schon. Ja, wie du meinst. Ja. Nein, da meinst du, hast du es nach 25 Jahren aus dem Gröbsten raus. Bums, geht der Zirkus von vorn los. Was willst denn du schon wieder? Ah, entschuldige bitte, aber ich habe mir schließlich ein Zimmer gemietet, ja? Von mir aus hätte ich ruhig in den gestingerten Ibiza bleiben können. Aus dir spricht nur der blanke Neid, mein lieber Bruder. Aber das darf dir so passen, dass du und der Papa Mama ganz fertig machen könnt, gell? Mei, was weißt denn du schon? Heimkommen und mitreden, oder? Das, was mir die Mama gesagt hat, das reicht mir. So, dann bist du einseitig informiert und kannst praktisch gar nicht mitreden. Ich sag dir nur das eine, was sich seit einigen Wochen in dieser Wohnung hier abspielt, das ist eine Orgie der Sittenlosigkeit. Oh mein Gott, Buh. Du bist doch so blöd, dass man fast schon wieder lachen kann. Naja, aber du redest ja da so, wie du das verstehst, ein unreifer grüner Grashupfer. Du, geil, jetzt reißt dir ein bisschen zusammen. Überhaupt, es gibt die Nudeln hier. Hey, zurück dich nicht so auf, die nehme ich sowieso nicht für voll. Aber dass unser Papa Mama in die Rolle der betrügenden Ehefrau neidringen will, das ist ein dicker Hund. Ein dicker Hund ist das, was die Mama mit diesem Abflussingenieur treibt. Zuschaut sie mich aus. Oh, du warst dabei, oder? Ja, glaubst denn du, dass ich bei solchen Unsittlichkeiten auch nur zuschaue? Wenn ich sowas sehen will, dann gehe ich in die Nachtvorstellung. So glaubst du, wenn du nicht mein Bruder warst, dann darf ich dir jetzt so eine pfeffern, du Depp, du. Na komm, hau doch her, ich lass nicht einmal die Nudel aus. Ich vergreif mich doch nicht an einem Hosenscheißer. Bei Genuss, Damische! Ich sag's halt, heimkommen und stinken. Eine Schwester ist so überflüssig wie ein Tropf. Wo ist denn die Hanni? Die Hanni? Ja. Weißt du hin, wo die hingerumpelt ist? Nicht. Freust dich nicht, dass deine Schwester wieder da ist, ha? Ich? Freien? Es ist zum Aushalten. Okay, weiter. Du, ich geh jetzt auch noch mal fort und frag mich jetzt bitte nicht, wo ich hingehe, gell? Ich frag dich schon nicht. Aber sagen hättest du mir schon können. Tja, du sagst mir auch nicht immer, was du tust. Die Hanni hat eigentlich schon recht. Was bringt sie denn eigentlich dieses Birscherl ein? Mich seine Mutter so zu verdächtigen. Na, das habe ich ganz bestimmt nicht verdient. Vom Alten nicht und vom Buben schon gleich gar nicht. Aber ich soll das Spielchen mitmachen. Wenn ich nur gerade wissen darf, wie das hinausgeht. Um Gottes Willen. Jetzt kommt der Karl. Dass du schon wieder da bist? Ich sieh's ja. Wegen einer halben Stunde hast du aber nicht extra ein weißes Hemd anziehen brauchen. Das ist meine Sache. Du, unser Hanni ist auch wieder da, gell? Ja, und? Man weiß das, Karl, nach 25 Jahren ist das für nicht so einfach. Ja? Dass man einfach alles vergessen kann, und zwar in einer halben Stunde. Ja, du sagst es. Ja. Nach 25-jähriger Ehe liegt sie in Scherben. Barbara. Ja? Was hast du mir angetan? Barbara! Wie weit bist du gegangen? Ich war gar nicht fort. Ich will wissen, wie weit du mit dem Hausmeister gegangen bist. Aber Karl, ich mag dich doch. Hä? Geh, 25 Jahre, die sind doch kein Pappenstiel, oder? Ja, in diesem Wahn habe ich auch gelebt, dass ich geliebt werde. Ich meine, gut, ich gebe zu, dass mir der Herr Wacker ist ein Mann, der mir sehr gefährlich werden kann, der mich etwas fasziniert. So, und wie weit, bitte?
Ich meine, zwischen Rohrnudel und Wasserrohrbruch, da gibt's doch einen gewissen Spielraum. Ne? Ich schwöre dir, Karl, es ist nichts passiert. Aber es hat geknistert. Ja. Es hat bei ihr geknistert. Ja. Nach 25-jähriger Ehe mit mir hat es bei ihr geknistert. Und noch dazu mit einem Hausmeister. Ja, aber Karl, das kann doch dir auch noch passieren. Mir mit dem Hausmeister? Niemals. So, Karl, und jetzt weißt du's. Und es tut mir furchtbar leid, dass er dir das antun muss. Ja. Bitte kein Mitleid. Ja, liebe Barbara. Ja, gut. Der Wacker kann mir einfach nur gefährlich werden. Aber ich verspreche dir, Karl, dass ich jeder Versuchung standhaft aus dem Weg gehe werde. So, mein lieber Karl. Und jetzt darfst du den Hausgang tapezieren. Das ist aber zu gütig von dir. Okay. Noch was, bitte? Unser Bad könnt's noch fließen. Ah. Aber sonst kann ich dir nichts mehr versprechen. Außerdem, wir kündigen die Wohnung oder du lässt dich scheiden. Ja, und dann? Dann hast du dich entschieden und ich bin frei. Für den Hausmeister. Oh, wer weiß. Das traust du mir ins Gesicht zu sagen? Wo soll ich das denn sonst sagen? Barbara, mir graut vor dir. Ja, ich weiß ja, dass es nicht recht ist, aber es ist halt einfach so über mich gekommen. Ja, es ist über sie gekommen. Und das sagt sie, ohne mit der Wimper zu klimpern. Nach 25-jähriger Ehe wird man weggeworfen wie ein Lumpen. Schau, Karl, ich will ja die Scheidung nicht, sondern du. Ich hab nur zugegeben, dass ich nach 25-jähriger Ehe mit dir gerade mal 3 Wochen ein anderes Mannsbild ein bisschen intensiver angeschaut hab. Das war aber auch schon alles. Und das ist schon zu viel. Das kann sich ein Mann mit meiner Ehre und Pflicht, Bewusstsein nicht leisten. Und darum muss ich wieder an die frische Luft. Da herin ist ein Mief nach Verworfenheit und Laster. Oh mein Karl, so große Worte und nichts dahinter. Und Mama, was war? Jetzt ist der Spieß umgedreht. Zuerst war ihr durcheinander und jetzt war es ihr nicht mehr aus und ein. Mit allem hat er gerechnet. Aber nicht, dass ich was zugebe. Dabei habe ich ja gar nichts zugeben. Ich habe ja nur Andeutungen gemacht. Mama, wie ich es gesagt habe, Ja. Wirst sehen, jetzt verzeiht er dir diesen Ausrutscher großzügig ja. Und dann ist alles wieder in Butter. Oh, nein, Mann. Du, ich gehe jetzt und melde mich bei den anderen wieder zurück. Gell? Ja, ist gut. Du, Mama, hä? Kopf hoch und Brust raus. Na, das braucht's nicht mehr. Alle sind's gleich, gell? Alles wissen's besser. Aber diesmal, glaube ich, war das Ei gescheiter als wir die Hähne. Hoffentlich ist das nicht der Hausmeister. Um Gottes Willen, wenn der jetzt so kommt, dann ist gerade Haferl noch fett. Gut, jetzt nicht brauchen. Ja, Dora! Barbara! Also ich habe deinen guten Rat befolgt und recht hast gehabt. Mein Gott, na, wir sind ja gerade der Mensch so verändern können, also ich bin platt. Ja, ich auch. Also ich sag's dir, allein die Frisur, die hat mich ja ein Vermögen gekostet. Aber jetzt bin ich meinem Typ gerecht gestielt. Und das Kleine, das war bestimmt nicht billig. He? Naja, 520 Mark hat's gekostet. Aber bitte, klang mal die Stoffe noch. Ist das nicht der Wahnsinn, die Stoffe? Wunderbar. He? Und dann erst, wenn ich in den Spiegel reinschau, ja. Was da rauskommt. Also ich kann's ja gar nicht glauben. Ja. Der Verkäufer von dieser Boutique, ja. Der hat mir ein Kompliment nach dem anderen gemacht. Ja. So viele Komplimente hat er mir gemacht, dass ich ihm gleich um 2000 Mark was abgekauft habe. Ja. Mein Gott, na, die, wenn ich jetzt so anschaue, da bin ich direkt der alte graue Maus dagegen. Gell? Und schau mir noch genau an, ja. Fällt dir sonst nichts auf? Nein, Schuhe hast du. Nicht so tief, höher. Höher, höher. Nicht so hoch. Nicht so hoch. Ha! Du hast ja keine Brille mehr. Richtig.
Kondenslinsen! Dora, das heißt doch Kontaktlinsen. Ja, das hab ich doch gemeint. Also man möchte es ja nicht für möglich halten. Da läuft man doch ein ganzes Leben lang mit so einem Schaufenster vorm Gesicht umeinander. Und jetzt, sehe ich gar nichts mehr. Dann bist du ja jetzt fast blind. Na, natürlich, ich sehe schon was, aber die anderen sehen nicht, dass ich was sehe. Siehst du es ein? Mein lieber Dora, alle Achtung, du bist die Sache aber gründlich angegangen. Aber natürlich. Ja. Ich habe mir gedacht, jetzt ist mir alles wurscht. Jetzt gehe ich mit meinen Kontaktlinsen kontakten. Mit wem? Ja, also pass auf. Barbara, das ist jetzt eine andere Geschichte. Mhm. Ich habe mir gedacht, du bist doch meine beste Freundin. Nein, bin ich dies, ja. Und du wirst mich doch sicher mit meiner wiedergewonnenen Schönheit nicht im Stich lassen. Ja, du bist gut. Was soll ich denn da machen? Ja, ich hab mir halt überlegt, ob du nicht vielleicht, ich mein, eventuell mit dem Wacker und mir ein Rendezvous arrangieren könntest. Nein, Dora, das ist doch ganz einfach. Dem stellst du halt mit einem Auftrag, der kommt sofort. Sagst halt, dein Wasserhahn tropft, oder? Aber Barbara, in meiner Wohnung ist alles schon gerichtet, was zum Richten ist. Ach so. Nur bei mir selber noch nicht. Aha. Ja, und darum habe ich mir halt gedacht, du könntest ihn ja für eine Reparatur zu dir holen. Und ich sitze dann da als Reparaturgegenstand, verstehst du mich? Oh mein, Dora, das ist im Moment sehr schlecht. Was? Wir haben eine recht dicke Luftwind im Wacker, weißt du? Also das muss man schon noch genau überlegen, Dora. Bitte dich, Barbara, überleg, dass du weißt, das ist mein allerletzter Versuch. Und wenn der scheitert, geht gar nichts mehr. Oh mein, Dora. Also gut, ich überleg mir's. Ich danke dir. Die Dora, da leid's jetzt. Ja, da kommt jemand. Das macht nichts, ich geh sowieso gleich. Und bitte vergiss mich nicht wegen meiner Schönheit. Sonst war alles für die Katz. Ja. Und ich komm auf den Hund. Grüß Gott. Grüß Gott. So, Fräulein, zu wem wollen Sie denn, hä? Entschuldigung, Frau Nussbeck, wenn ich störe. Ja. Ich wollte eigentlich bloß fragen, ob der Karl da ist. Der Karl? Ja, der Karl. Der Karl? Mhm. Ja, der war kurz da, der ist aber gleich wieder weg. Ach, so was Dummes. Dann müssen wir uns verfehlt haben. Wir wollten nämlich heute fortgehen. Aha. Ich habe ihm extra noch gesagt, dass er ganz bestimmt auf mich warten soll. Naja, vielleicht ist er jetzt am Treffpunkt. Entschuldigen Sie nochmal, Frau Nussbeck, und auf Wiederschauen. Moment einmal, meinen Sie wirklich einen Nussbeck-Karl? Ja, freilich. Ja, wissen Sie, wir kennen uns noch nicht so lang. Aha. Und da kommen Sie einfach zu mir in die Wohnung und fragen nach einem Karl. Ganz ohne Hemmungen. Ja, warum denn nicht? Eine Chance, Frau Nussbeck. Die Zeiten haben sich geändert. Heute denkt man ein bisschen freier und großzügiger. Das darf man alles nicht so eng sehen. Also entschuldigen Sie nochmal gern und auf Wiederschauen. Wie war jetzt gleich Ihr Name, bitte schön? Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Ich bin die Moni. Für Gott. Für Gott. Moni. So ist das also. Da schau her. Da hat er, wer weiß wie lange, schon ein Verhältnis mit so einem jungen Dingel. Und mir möchte er was anhängen. Freilich, dass man selber verschwinden kann, gell? Und dabei selber genug Träger am Stecken. Aber nicht mit mir, mein Freundel. Da musst du ein bisschen früher aufstehen. Jetzt kommt er schon. Die ist schon wieder da. Glaubst du das nicht? Na, sitzt man nur noch am Divan, hat man keine Arbeit mehr, ha? Auch Hausfrauen haben so was Ähnliches wie einen Feierabend. Hast du nie was gehört davon? Ha? Barbara, du hast es gar nicht notwendig, aufmümpfig zu werden, gell? Bin ich das? Meiner muss entschuldigen, Karl. Und Karl, hast du es jetzt überlegt? Kannst du mir noch mal verzeihen? Verzeihen? Vielleicht, eventuell. Aber nie mehr, ich betone, nie mehr vertrauen. Und darum habe ich eine Scheidung stark in Erwägung gezogen. Oh, du kannst dich aber sehr gut und gewählt ausdrücken. Unterbrich mich bitte nicht, der Bub bleibt bei mir, du kannst das Dirndl haben. Ne? Alles andere erfährst du dann von meinem Anwalt. Hab's ja allweil schon gewusst, dass du ein ganz starkköpfiger Hirsch bist. War jetzt meine Antwort auf deine wohlgeformten Ausführungen. Barbara, überlege gut, was du sagst, gell? Oh ja, das tue ich. Ich geb den Weg frei für die Moni. So ist das haben mit all deinen liebenswürdigen Eigenheiten. Hm? Mit deinen Launen, deinen Schnarchorgien, deine Kassocker und dein Bierbauch. Was?
Aber ob es der 25 Jahre mit dir aushält, da bin ich mir nicht so sicher. Frag nicht so dumm. Der ganze Figur ist bei der Sache sowieso schon lächerlich nur. Aber dass das Flitscherl dir gleich in die Wohnung nachrennt, das hast du nicht mit einkalkuliert, gell? Barbara, wärst du so freundlich, mir mal zu sagen, von was du überhaupt sprichst? Für Erklärungen ist bei uns zwei schon zu spät. Ich geh mal zum Anwalt und reich die Scheidung ein. Moment, Moment, ich lass mich scheiden. Ich war zuerst dran. Eben, drum lass ich mich vor dir scheiden. Wenn das Ergebnis das gleiche ist. Aber da bestehe ich drauf. Also wenn ich mir euch zwei so anschaue und sehe, was nach dem 25-jährigen Krieg noch übrig bleibt, dann gibt's für mich nur eine einzige klare Entscheidung. Ich gehe ins Kloster. Gut. Dann sage diesem Abt, ich komme bald nach. Ja. So, was mache ich jetzt zuerst? Das ist die Frage. Bist ein bisschen spät dran heute zum Kochen, hä? Was soll denn das werden, wenn man fragen darf? Spitz denn du? Tu doch die Tischdecken weg. Ja, hörst jetzt nicht gleich auf. Du kannst doch die Gurken nicht da auf den Tisch schneiden. Da nimmt man doch ein Bredel. Also, ich meine, mir ist ja gleich, nicht? Aber ich nehme seit 25 Jahren Gurkenhobel. Auf dem Tischdolling, oder? Sag, warum sagst du das nicht gleich? Meckerst dauernd rum? Lass mir mal Ruhe. Naja, also mein, mir ist ja wurscht. Den gefleckerten Tisch lasse ich nach der Scheidung sowieso dir. Ja. Bitte lass mir meine Ruhe. Ich bereite mein Mahl. Oh. Dann war ja das ganz verkehrt, dass ich bloß 25 Jahre für euch nur gekocht hab. Wie viele Gänge soll denn das Mahl haben? Ich möchte dir nur beweisen, dass ich mich selbst verköstigen kann. Ja, ja? Das hab ich gespannt. Sag einmal, Karl. Meinst du nicht, dass uns wir zwar ein bisschen deppert benehmen? He? Du, wir müssen uns doch schämen vor unsere Kinder. Ich nicht, mein Lieben, ist lupenrein. In der Vergangenheit gibt es kein Stäubchen, im Gegensatz zu dir. Deine Amuren sind in aller Munde. Deswegen brauchst du jetzt nicht Hochdeutsch mit mir reden, du Depp, du. Statt dass du froh warst, dass ich alle zwei Arme zudruck, na, da macht er nur so Affentheater draus. Bitte keine Annäherungsversuche mehr bei mir. Du bist bei mir unten durch. Meine Anwälte werden dich verständigen und dir näheres berichten, ja? Außerdem möchte ich dir noch mitteilen, du brauchst für mich den Tisch nicht decken. Ich speise heute in der Küche. Es ist nicht zu glauben. Der spinnt wirklich. Die Tischdecken schmeißt er hier, als ob es ein Putzlumpen war. Der verrennt sich doch tatsächlich jetzt in die Geschichte, man möchte es nicht glauben, dass man gleich selber nicht mehr weiß, was man machen sollte. Und mit der Moni, da stellt er sich auch taub. Aber da will er mich ja nur verwirren. Aber es konnte doch nicht alles kaputt gehen, wegen nix und gar nix. Und alles hat bloß angefangen mit dem tropfenden Wasserhahn. Servus, Mama. Du, was gibt's denn zum Essen? Na, ein ganz seltener Gast. Du, bei mir gibt's eine Leberknödelsuppe. Mhm. Wenn du allerdings bei Papa in der Küche speisen willst, da gibt's eine gehobelte Gurke.
Ja, du, dann ist sie beim Papa, gell? Bleib mal da. Eine Frage. Hast du dir eigentlich alles genau überlegt? Schau, Mama, ich lass den Papa nicht im Stich. Und was ist mit mir? Du hast die Hanni. Ach so. Also alles in Ordnung, oder? Schau, Mama, versteh mich halt. Also gut. Dann gehst du jetzt zum Papa. Bis dann, Mama. Ja. Der Bub weiß ja nicht anders, gell? Jetzt kann ich nicht einmal in den Küchen rausgehen und kann mir eine Tasse Tee machen. Das ist jetzt nämlich Feindeslager, sozusagen, nicht? Oh mein Gott, nein. Das darf überhaupt gar kein Mensch erzählen, das glaubt ja gar niemand. Und kein Mensch fragt, wie es mir geht. Mama, wie geht's dir denn? Nein, Mann, frag mich. Mama, du darfst jetzt nur nicht nachgeben. Der Papa ist bald Weichkoch, glaub ich. Ich glaube eher, dass das ich bald bin. Meinst du? Hoffentlich geht der heute Nachmittag fort. Am Samstagnachmittag, da hat er wieder seinen Schafkopfnachmittag, weißt du schon? Ja, warum soll er denn gehen? Weil ich so dumm war und hab ihn wieder auf irgendwas einlassen. Mhm. Die Dora und der Wacker, die wollen sich da bei mir treffen. Vielleicht hat wenigstens das noch einen Wert, ne? Du, dann soll er halt gleich da bleiben, dann sieht er wenigstens, wie blöd das er war. Komm, das sagt man nicht von seinem Vater. Wenn's auch stimmt. Schaut der alles so abgekartet aus, weißt du. Und dann ist immer noch diese ungeklärte Sache mit der Moni. Mama, ich hab das ja gleich gesagt. Der Papa steckt jetzt mittendrin in der Midlife-Crisis. Oh, oh. Den hat's total erwischt. Geh, Mädel, du wolltest schon zu mir. Hm? Was auch passiert? Mama, wie kannst du denn das fragen? Ja. Folge mir, mein Sohn. Wir gehen Ski zum Essen. Kannst dir da gleich noch einen Tritt nachgeben, verstehst du mich? Mama, glaub mir's, dein Nervenaufreiberei ist total für die Katze. Siehst du doch. Je länger der Streit dauert, desto mehr treibst du den Papa rum. Der bringt's einfach nicht übers Herz, dass er zu dir kommt und sagt, Frau, ich war ein Depp. Das wärst du vom Papa nie erleben. Nie. Mama, ich muss jetzt wieder gehen zu meinem süßen Typen. Ja. Mach's gut. Ja, die geht einfach fort zu dem süßen Typen. Barbara, wir sind 2 Stunden nicht im Haus. So. Ready, Papa, let's go. Ja. Du, Papa? Ja. Was essen wir denn überhaupt? Was du magst, mein Sohn. Ui, Papa, dann mag ich einen Kaviar. Jawohl, Kaviar. Was ist denn das? Papa, das sind die Eier vom Stör. Gut, dann lassen wir uns 3 in die Pfanne hauen. Die sind doch wirklich deppert, die 2. Aber jetzt muss ich mich schicken, jetzt muss ich den Kaffee herrichten für die Dora. Ach, ich sag's ja. Auf was lasse ich mich da wieder ein? Aber mir ist ja das vollkommen wurscht. Dann fange ich heute halt auch noch zum Kuppi noch, oder? Entschuldigung. Pressiert's gleich. Die ist schon da. Ich sag's ja. Ein Weiberleid, das sich noch unbedingt der Mannsbild einbaut, ist nicht zu bremsen. Jetzt? Ja, Dora, bist du schon da? Ja, natürlich, ich bin da so furchtbar aufgeregt. Ich sag mal, was hast du schon geredet mit ihm? Hat er schon was gesagt? Oder sagst du was zu ihm? Oder soll ich was sagen? Jetzt sag halt endlich einmal was, was ich kenne. Was ist denn? Ich hier gar nicht. Achso, gut. Ja. Also, komm, geh weiter. Jetzt sitzt du mal her. Du bist ja ganz aus dem Häusl. Ist der Stuhl noch frei? Ja, für dich, meine liebe Dora. Also, jetzt red. Ja, du, also ich hab schon geredet mit ihm, gell? Ja. Ja, und hab ihn gefragt, ob ihm das noch nicht aufgefallen ist, wie du jetzt ausschaust. Und ja. Was hat er gesagt? Ja, dann hat er eigentlich bloß gesagt, dass er jetzt im Treppenhaus die 25er Birnen raus da hat und 60er reingeschraubt hat, weil es so dunkel war. Und sonst hat er nichts gesagt? Nein, sonst hat er nichts gesagt. Oh. Mei, Dora, du glaubst ja gar nicht. Im Moment ist das einfach so furchtbar. Wenn der Karl jetzt kommt und sieht, dass der Wacker da ist, ich sag dir was, ja, das ist furchtbar. Hast du ihm denn nicht gesagt, dass ich auch da bin? Ja, das habe ich ihm schon so beiläufig gesagt, aber das hat er gar nicht kapiert. Barbara, was denn? Ich habe ein ganz anderes Problem. Was ist jetzt? Stell dir mal vor, wenn jetzt der Wacker gar nicht kommt, weil er kein Interesse hat an mir. Dann war dein ganzer Steiling samt die Kontaktlinsen für Katz. Barbara, dann gehe ich ins Kloster. Du, der Kind mehr. Ja. Geh weiter, geh gleich in den Kino. Ja, geh also, ja. Geh ich sag gleich mit. Ja. Ist schon recht, gell? Und rufst mir dann. Ja. Und vergiss nicht. Dora! Dora! Dora.
in Ordnung. Aha! Zwei Tassen. Du erwartest Besuch, gell? Kaum haben wir den Hintern draußen, schon wird man wieder belogen und betrogen. Na, Karl, das ist nicht so, wie es du meinst. Erzähl mir nichts, ich kann mir schon denken, wer zum Kaffeestündchen kommt. Na, na, Karl. Was hast du denn, Karl? Tut dir was weh? Na, das ist ein Lachkrampf. Gar nicht sagen. Ich hab diese grüne Gurke so schnell reingegessen. Oh mein Gott, leg die heute ins Bett, Kuh. Nein, ich leg mich da auf die Couch, wenn ich nicht störe, gell? Schaff du Quittmittel, du Elektiker. Was? Tu mir das, was ich sag, du sollst ins Bett gehen. Ich lass mich von dir nicht ins Bett schicken, merkt ihr das, gell? Aha! Was, aha? Nix, aha! Keine Ahnung, ging es nur gleich ein. Aha. Das Licht ausblasen. Tja, jetzt hast du ihn, jetzt kannst du ihn haben. Ruhe, Schampf! Ja, aber Karl, du kannst doch den Wacker, unseren Hausmeister, nicht zusammenschlagen. Ja, siehst du ja, dass ich das kann, ne? Wenn er jetzt dann tot ist! Warum steht er tot, sei? Wer ist da? Mein Wackerli! Ja, was will denn die da? Treffen wollten sie sich bei mir auf neutralem Boden. Ganz zwanglos. Jetzt flagt er am Boden da, ganz zwanglos. Der Verehrer von der Blinzeln. Sagst du das nicht gleich? Wackerli, es ist ja nicht zu fassen. Was denn? Blumen hätte man mitgebracht. Endlich bringt mir einmal im Leben eine Blumen und dann wird er niedergeschmettert, als wie ein Schwerverbrecher. Was denn, was denn? Du Mörder, du! Ja, red doch kein Blödsinn. Der ist doch nicht tot. Außerdem ist es nur ein Hausmeister und die gibt es wie Sand am Meer. Also jetzt geh weiter. Ich kenn's doch da nicht so liegen lassen. Wieso liegt denn der Hausmeister am Boden? Der Papa hat ihn zusammengeschlagen. Du, ganz allein! Hast du gemeint, ich muss erst das Arbeitsamt anrufen? Ja, ja, die Liebe, gell, Papa? Heute Papen, sonst wäre ich Rente. Mein, was seid ihr nur für Menschen? Was? Lasst diesen Mann hilflos am Boden liegen, während er vielleicht seinen letzten Schnaufitzer tut. Wackerli, bitte, bitte Wackerli, bevor du stirbst. Schau mich noch einmal an! Das haben wir gleich. So. Nicht hör auf. Ich weiß nicht, ob der schwimmen kann. Wo bin ich? Bei deiner Dora Blinzel. Ja, was wollt ihr denn eigentlich so? Die Blumen. Die Blumen, ja, die sind für Sie. Oh, ja. Ich danke, Herr Wacker. Ja, was ich schon lange einmal sagen wollte. Was? Sie haben mich ja bis zur Unkenntlichkeit verschönert, wenn ich das so sagen darf. Das hat mir auch viel Geld gekostet. Vielleicht hat es mich deswegen vom Stein, glaube ich, gehabt. Ich hab mir gedacht, das kann doch nicht die Blinzel sein. Doch, ich bin's. Ja. Herr Wacker, haben Sie es doch gespannt? Ich meine, gefallen wenigstens ein bisschen. Ja, Sie haben ja vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan gemausert. Ja. Sie gefallen mir schon saumäßig gut. Oh, Herr Wacker.
wie gewählt sie sich ausdrücken können. Und dabei bin ich gar nicht mehr geübt in solche Sachen. Ja. Ja. Es macht mir gar nichts aus. Ja, ja, wollen wir uns nicht ein bisschen hinsetzen? Ja, freilich setzen wir uns ein bisschen hin. Nein, nein. Moment. Ja. Ach ja. Ja. Wissen Sie, ich bin nicht so ein Kerl, der eine Dame einfach im Treppenhaus anspricht. Dame, hat er gesagt. Wenn Sie wüssten, wie einsam ich die letzten Jahre gefristet habe. Ja, ich habe auch immer allein gegessen. Ich wollte damit sagen, ich weiß genau, wie das ist, wenn man immer allein sein muss. Nein, und einsam. Das glaube ich nicht, dass Sie das wissen, weil ein einsamer Hausmeister ist so ziemlich das Einsamste, was es gibt auf der Welt. Ja. Übrigens, ich heiße Jakob. Ja. Übrigens, ich heiße Dora. Dora und Jakob. Es klingt ja fast wie Jakob und Dora, gell? Wie Romeo und Julia, wollte ich sagen. Ja, genau so romantisch ist es. Ach, es ist ja so schön. So schön, dass gar nicht mehr schön ist, so schön ist. Ja, was soll man da noch viel reden, gell? Ja, ich weiß auch nichts mehr. Ja. Ach ja. Ja, Köpchen. Was denn, Dora? Ich hab eine Idee. Ja. Geh mal heim. Ja. Geh mal heim. Ja. Halt, halt, halt. Die Blumen haben wir bald vergessen. Die waren so teuer, die haben wir es bald liegen lassen. Ja. Ach, ist das schön. Er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich. Da wäre ich ja nie fertig. Die sind ja gar nicht mehr da. Mein Gott. Ja. Barbara, sei sie gut. Mach mir dann Kamillentee. Mir hat sich alles auf meinen Magen geschlagen. Wenn's nach dem Gang, dann müsste ich schon wochenlang Mohnkrempf haben. Warum denn? Schlag der den Wacker nieder wegen mir. Hm. Da bin ich ja direkt ein bisschen stolz drauf. Da brauchst du nicht stolz drauf zu sein. Das habe ich nur getan, weil er mir die ganze Arbeit abgenommen hat. Man kommt sich ja direkt überflüssig vor, ne? Ach so, nur deshalb. Ja. Und ich habe mir gedacht, meine Amuren war der Grund für deine Scheidungsabsichten. Ich weiß schon, was du hören willst. Du willst hören, dass ich sage, ich war ein Depp. Kann nicht schaden. Also gut, ich geb's zu, ich war ein Depp. Was ist bei dir? Hat's bei dir wirklich geknistert? Freilich, ja? Du dickkopferter, eifersüchtiger Hirsch, du. Du raffiniertes Weibstickerin, du. Hör auf! Was ist denn jetzt wieder kaputt? Was ist mit dieser Moni? Lass mir mal Ruhe mit dieser Moni, ich kenn keine Moni. Was hast du denn mit den Schmarrn da? Solange dieser Fall nicht aufgeklärt ist, gibt's keine Versöhnung. Du gehst jetzt sofort hinaus und machst mir einen Kamillentee. Mach dir doch selber. Ja, du Hyäne, du. Du Heuchler, du. Ja, du Hei miteinander. Wie heißt das? Grüß dich, Papa. Eben. Hi, Mama. Hi, Bruder. Ja, jetzt mach ich euch. So, geht's. Ich möchte euch jemanden vorstellen. So? Das ist meine Freundin, die Moni. Die Moni. Grüß Gott. Die Moni? Ja, sie sind ja, gell? Ganz genau. Ich war doch vor ein paar Tagen schon da und hab nach dem Karl gefragt. Wissen Sie das noch? Ja, ja, ich weiß schon. Ja. Den Karl haben Sie also gemeint. Ja, warum? Haben Sie nur einen Karl? Ja, Moment einmal. Hast du vielleicht einen Papa gemeint? Ja, Freile hat's mich gemeint. Das ist also die Moni. Jetzt geht mir eine ganze Gasbeleuchtung auf. Die Moni, die ist gar nicht ohne. Was ich so sage, Zuckere, Zuckere. Na, Karl. Was? Kannst du mir noch einmal verzeihen? Moment, Moment.
Also das muss ich mir noch schwer überlegen, ob ich für eine Wiedergutmachung einverstanden bin. Na, jetzt geht der Zirkus wieder von vorne los. Was denn? Moni, du kannst dir nicht vorstellen, was in der letzten Zeit für ein Affentheater bei uns da war. Die zwei alten D. Hallo! Okay, über das Thema reden wir noch, wir zwei. Ja? Entschuldige, Mama. Ja. Das war jetzt gerade nicht von mir. Nein. Aber ich möchte immer stolz sein auf euch zwei. Also diese Entschuldigung war jetzt wirklich angebracht, sonst hätte ich es mit dir vielleicht noch überlegt. Alles darf man die Männer nicht ausgelassen, gell, Frau Nussbeck? Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, wir haben es denn da? Ja, wir haben es denn da? Ha? Wenn du meinst, ich weiß nicht, wie man mit den Frauen umgeht, dann kann ich nur noch sagen, marsch raus in die Küche und einen Kaffee kochen. Mein Sohn. Ja, Freili, putz euch noch gleich wieder den Haufen rein, gell? Was denn? Darf ich, Frau Nussbeck? Freili, darfst. Warte, Moni, geh mit, ich bin ja kein Haustyrann. Ja. Komm mal her, du altes Mädchen, komm mal her zu mir. Sag mal, jetzt gib's doch endlich mal zu, wenn du es auch nicht gerne zugibst. Was willst du denn hören? Dass wir zwei alte Deppen sind. Jetzt hast du ausnahmsweise einmal recht gehabt. Na komm doch her. Papa, Mama, darf ich euch ganz kurz stören? Lass uns bitte in Ruhe, siehst du nicht, dass wir endlich wieder einmal beschäftigt sind. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz informieren. Ja. Der Wasserhahn tropft schon wieder. Nein!